Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play City War Nation mit dem Bogon. Genau. Und es ist Nacht und es regnet. Schönes Wetter. Vor mir steht ein Schneemann. Jetzt nicht mehr. Ich gehe ins Bett. Kannst du auch ins Bett gehen? Ja, ich gehe mal kurz. Okay. Und ich habe vergessen, es ein Vollbild einzustellen. Ich probiere das einfach mal, ja, ob ich das in der Folge machen kann. Genau. So, ich lieg jetzt. Okay, warte, ich schmeiß noch schnell. Wo ist mein Diamant? Kannst du nicht ohne deinen Diamant schlafen? Jetzt ich will, oh, hier sind Spinnen in meinem Baum. Warum auch immer. Es ist alles ausgeleuchtet im Baum. Ohne Scheiß. This is impossible. Fucking Spider. So, ich gehe jetzt ins Bett. Okay, jo. Liege. Ich auch. Müssen wir kurz warten. Sehr nice. So. Ich guck da mal, ob ich das jetzt einfach vorwärts stellen kann. Also, voll gut. Ich gehe mal runter zu meinem Hühnerfarm. Einen geklappt zu haben. So. Jetzt habe ich auch viel mehr FPS, weil ich das einfach auf die Kurs gemacht habe, wie ich das auch rende. Okay. Was machst du eigentlich gerade so? Hochladen oder wie? Nee, oder in Minecraft. In Minecraft jetzt gerade. Okay, weil wir gerade nur das Thema hatten. Ja, ich baue gerade unsere Wege, weil wir jetzt keine wirklichen Wege hatten. Achso, jetzt hätte ich gesagt, kommst du mal zu unserer Stadt und wir erkunden gemeinsam die Höhle. Alter, 12 Eier, kein Hühnchen, ich fass es nicht. Können wir sonst ja machen. Ich baue gerade jede Folge so ein bisschen an den Häusern und am Weg weiter, damit das allgemein ein bisschen besser wird. Okay, kannst ja mal dann kurz vorbeikommen. Dann muss ich kurz ein paar Sachen ablegen. Jo. Ja, ich fahre mir eh noch ein paar Netherwarzen, also. Also ganze Kisten sind voll. Voll der Netherwarzen? Hm? Voller Netherwarzen oder? Nee, allgemein. Einfach mit allen möglichen Kram. Ich hab gesehen, ihr habt ja auch eine Netherwarzenfarm unter eurem Hexenhaus. Ja, die wir eigentlich nicht mal wirklich brauchen, weil wir so schon so viele Netherwarts hatten. Hm. Bis jetzt zumindest. Ich muss mir bald mal wieder Tränke machen. Ja, wir haben auch ganz viele. Bei mir geht es aber irgendwie nicht mit Tränke machen, weil bei mir stürzt Minecraft dann ab. Keine Ahnung wieso. Ja, dann fragt doch andere, ob sie die Tränke machen. Na, deswegen wollte ich Markus fragen, aber ich muss ihm ja wenigstens die Materialien besorgen. Sonst wäre es ja ganz schön. Ganz schön fies. Alter, wie viel Weizen haben wir? Ich mach mal kurz noch ein bisschen was zu essen. Okay. Machen wir Frieden diese Folge? Können wir klar, machen wir Frieden. Okay, nicht, dass du mich dann jetzt zu euch lockst. Nein. Nein. Ich doch nicht. Okay, weil ich habe noch nie jemand Weizen anders aus einer anderen Stadt getötet. Ja, darum wird's ja mal Zeit. Ja. Frag lieber. ich nehme an, das hier ist angeblich mein Pferd. So. Vielleicht finden wir einen Nametag für dein Pferd. Oh Gott, das ist aber ganz schön langsam. Was, dein Pferd? Ja, also damals hatte ich ein anderes genommen. Das war schneller. Okay. Gibt's da Unterschiede? Die Pferde können unterschiedlich viel Leben, Geschwindigkeit und Sprunghöhe haben. Ach so, cool. Das kann man dann halt züchten und so. Und ich habe gerade ein ziemlich langsames erwischt, aber es hat viel Leben. Okay, dann geht's ja. Ja, aber das Problem ist, ich bin damit ja jetzt nicht los, um zu kämpfen. Das stimmt auch wieder. Dann bringt mir das nicht so viel. Ich hätte eine Kiste mit nach unten nehmen sollen, na egal. Einfach direkt in eure Stadt oder wohin? Ja, genau, komm zum Tor und dann hole ich dich gleich ab und dann gehen wir zur Öle. Muss mir erstmal noch. Wo ist denn euer Tor? Bei der Schluchtseite? Genau gegenüber von der Seite, von der du auskommst. Wo, also, wo der See ist. Wo der See ist? Ja, wo der See ist. Der See ist doch in unsere Richtung, oder? Nee, der ist in der anderen Richtung. Echt? Ja. Okay. Was ist das denn hier? Was denn? Warum fliegen hier Kabel in den Brickwolken irgendwie? In den Bäumen. Ich hab keine Ahnung. Was ist das denn? Warte, ich baue das mal ab. Okay. Was drinne? Ups, habt ihr eure Quest schon gemacht? Wir haben, glaube ich, nur noch eine offen, aber ich weiß gar nicht welche. Ich glaube, hier hat jemand einen Fehler mit World Edit gemacht. Wieso? Warte, wo bist du? Dann zeig ich dir das. Ich bin direkt in der Stadt. Warte, ich bin fast da. Ich bin bei dem Birkenwald da an der Seite. Okay. Ich sehe auch dein Haus, also da in der Ecke, wo dein Haus ist. Kommst du? Zeig ich dir das.
Ja, warte. Ups. Du bist doch schnell. Bin einfach im Sprung gerade von meinem Pferd runtergegangen. Okay. So, ich bin jetzt hier in der Ecke, außerhalb der Mauer. Hier ist auch ein See. Ja, na, wir haben ja nur einen. Aber das ist schon eher zu unserer Richtung, würde ich sagen. Echt? Naja. Was meintest du jetzt? Kann mein Pferd hier irgendwo abstellen? In der Stadt vielleicht, weiß ich nicht. Was meintest du jetzt? Ich hoffe einfach mal das nicht. Komm mal mit, das ist hier in dem Birkenwald. Da fällst du gleich in ein Loch und dann stirbst du, das ist unsere Falle. Ah, okay, gut. Danke, dass du mich vorwarnst. Dann kann ich wenigstens... Da siehst du das? Ja, gibt so ein Tool, da macht man Rechtsklick und dann kommen so eine... ploppen so eine Blöcke auf. Okay. Da hat der gute Mystery wohl was falsch gemacht. Ah. Ist da was drin, ne? Nee, hab ich auch schon geguckt. Die sind einfach nur komplett mit diesen Blöcken. Darum denke ich mal, dass es irgendwer mit World Edit verkackt hat. Okay. Ja, Mystery, falls du das hier siehst, du hast einen Fehler gemacht. Hier, komm mal. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe die da vorne gesehen. Da sind noch mehrere von denen. Da. Vielleicht ist es in irgendeinem eins drin. Das ist eine Schatzsuche. Ja, könnte sein, da wo du gerade hingehst, da habe ich schon reingeholt. In den da hinten noch nicht. Was ist denn der da oben? Das wäre ja schon. Ich denke mal, das war einfach ein Fehler. Früher waren die hier, glaube ich, noch nicht. Also die müssen für irgendeine Quest dahin gemacht worden sein, aus Versehen. Kann auch sein. Früher bin ich hier schon mal vorbeigegangen. Na gut, okay. Lass uns nochmal zurück zu unserem, also zu meinem Dorf. Da habe ich gerade Tropenbäume abgebaut und ich hoffe, dass wir jetzt mehr Tropensetzlinge kriegen. Wir haben nicht mehr genug für große Bäume. Ja, wir haben unsere Quest noch nicht gemacht. Ich habe gerade gefragt, aber da wäre gerade Stormy jetzt einziger da. Achso, naja, können wir die auch nicht machen. Immerhin was. Morgen habe ich dann keine Zeit. Wann müssen die Quests fertig sein? Weißt du das? Boah, ich glaube Ende nächste Woche. Okay, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, eben. So. Akatsuki, also Akato heißt er jetzt auf YouTube, ist genau. Aus der Stadt eher der Friedliche, wie man vielleicht schon merkt, dass wir einfach so Folgen aufnehmen. Ja. Ah, 4-6-Linge. Ja. Ich krieg einen Abgang, oh geil. Wirklich so schwer, da was rauszubekommen? Ey, Truppensitzlinge sind der Horror. Ja, ja, wir haben noch keine. Die sind echt, die droppen so selten. Letztes Mal hatte ich zwei große Bäume und aus denen sind einfach mal drei Setzlinge gekommen. Aus zwei Riesenbäumen. Okay. Ich hab da noch nicht so eine Erfahrung mit. Also. Ich weiß nicht, mag das Holz auch nicht so unbedingt. Ich geh mir nochmal schnell los und machen. Habe ich jetzt eigentlich. Die sind auch nicht verzaubert, okay. Wird mir wenigstens noch eine Schütze raus zu machen. Ich nehme mir mal das Eisen hier alles raus, weil. Ich werde gleich wieder alles und noch mehr reinpacken. Ich nehme mal den Deer hier raus. Ja, mach das. Ach, siehst du, den Deer habe ich da rein. A fucking Creeper! What do you doing, man? Fuck you. So, mach ich mir mal... Du solltest irgendwie noch so ein paar Stützen oder so in dein Haus machen. Das sieht so ein bisschen komisch von unten aus. Kannst du? Ja, kann ich ja mal machen. So Äste oder so, die da unten dran gehen. Zwei paar neue Schuhe. Zwei Rüstungen. Oh. Warum hast du da eigentlich Dirt oben an den Fenstern? Weil da die Bäume drauf wachsen sollten. Also da hatte ich mal Bäume. Okay. Und zwei Helme. Okay, das passt perfekt. Ich möchte das Ganze nur noch verzaubern. Was machst du da auf dem Dach? Nur umgucken. Bin da vorne auf die Mauer gegangen und dann einfach aufs Dach. Guckst, ob unser Dorf auch sicher ist. Ja. Ach, Mystery hier in irgendeiner Ecke lauert. Bestimmt, der lauert. Sich mit seinen Admin-Craften wieder unsichtbar macht. Der lauert immer irgendwo. Ja, bist du fertig? Nee, warte, ich muss noch kurz verzaubern. Ja, jetzt habe ich mit 4 verzaubert, das ist ja auch doof. Naja. Schatz. Okay, jetzt muss ich die nur noch zusammencraften und dann können wir. Ach nee, warte. Ja. Ich kann ja meine andere Rüstung, die ich jetzt anhabe, auch noch verzaubern. Kann man da schnell nach unten? Ja, man muss nur in die Leiter runter. Okay.
Danke, dass du mich übrigens schlägst. Bitte. Das habe ich genau gesehen. Von dem. Hast du einen neuen Skin oder hattest du den schon immer? Nee, der ist neu. Vorher hatte ich ja den, der so ein bisschen Eisen in seinem Körper hatte. Jetzt habe ich, ja, hier den mit. Mit, ja, Maske. Oh, Creeper! Alter! Ja. Hier. Oh. Egal. Das war ich nicht. Ich weiß nicht. So, Schutz. Aber ich habe einen besiegt gehabt. Schutz 2. Schusssicher, Rüstungen. Schutzschuhe und. Schutz 2. Das bringt gar nichts. Helm. Ah, scheiße, das kostet zu viel. Okay. Nehme ich erstmal die normalen Sachen mit hier. Ja, schutzsicher. Und Rüstung. Also ich bin gerade am Überlegen, ob ich den Ultra oder den High Shader nehme. Ja, das musst du wissen, ne? Ja, man sieht ja kaum einen Unterschied. Darum bleibe ich denk mal einfach beim High. So. Damit bleibst du total high. Hahaha. Feier, Wortwitz und so. Wo bist denn du? Hinter dir. Komm mal her. Was ist das? Achso. Braucht die nicht? Na doch, aber die würde ich dir schenken. Warte mal, habe ich noch Eisen? Ah, fuck. Jetzt brauche ich noch ein neues Schwert. Dann schenke ich dir auch was. Nein, brauchst du nicht. Doch. Nein, hör auf jetzt. Dreh dich um. Nein, geh weg. Hier. Und hier. Oh, eine Kartoffel. Und was ist das? Eine Enderperle. Sehr cool. Ja, meine einzige. Aber irgendwas muss ich dir geben. Kann ich nicht einfach so annehmen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall in meine Höhle und da muss ich mir ein Schwert machen. Ich habe keine. Kommst du mir hinterher? Wenn du mir sagst, wo du bist, dann ja. Am Tor. Ah, da bist du. Oh. Okay. So, wo müssen wir denn jetzt ran? Wir müssen einmal nach links und dann schräg. Guck mal, wie hässlich das hier aussieht. Der das gebaut hat, ist ein totaler Vollidiot, oder? Was? Warum? Den Kamin hast du hier. Das gebaut? Ja. Das muss ich zu meiner Schande gestehen. Ein bisschen breit, aber sonst. Ja, der ist irgendwie nicht so geworden, wie ich mir den vorgestellt habe. Der sieht in den Videos immer besser aus. Wo Profis die bauen. Sieht hier aber schön aus mit dem Mond, so den, die Schatten an den Bäumen. Ja. Hast du einen Shader? Nee. Soll ich dir mal einen schicken oder willst du keinen Shader? Nee, mag ich nicht. Weil ich ziehe mir zu sehr an der Leistung. Bist noch hinter mir, oder? Ich kämpfe gerade gegen Creeper. Okay, das ist nicht gut. Okay, aber ich muss kurz was essen, aber dann bin ich hier. Creeper, von dir! Hinter dir, oh. Hinter dir! Glocken! Nichts passiert. Hinter oh, Baby-Zombie. Ja, wir hätten vielleicht ja schlafen gehen sollen. Ja, wir gehen ja sowieso gleich in die Höhle. Da das wäre schlau gewesen. So, sind wir denn schon fast da, oder? Ja, guck ich da hinten bei der Fackel ist der Eingang. Die Folge ist einmal schon zu drei Viertel oder so vorbei. Ja. Wir sind fast in der Höhle. Oh, der gute Kurga. Kurga ist... Oh, ich bin vergiftet. Das... Hier sind zwei Hexen. Oh, nicht sterben. Komm schnell runter. Ich weiß nicht, wo du bist. Na hier, in der, wo die Fackel ist, da ist eine Leiter, da ist ein Loch. Hier würde. Ach da. Ja, aber da stehen Creeper und zwei Hexen neben. Oh, scheiße. Renn erstmal weg. Ich kann jetzt hier wahrscheinlich nicht. Ich hab immer noch 12 Sekunden Poison. Oh, Hexen. I don't like Hexen. Ah, ich seh dich. Kein Bogen mehr bei, glaube ich, oder? Doch. Oh Gott. Oh fuck. Die Hexen. Ich hab nur ein Herz, aber Gift ist jetzt endlich vorbei. Sehr gut. Ja, das sind zwei Stück, man muss aufpassen. Koga? Hieß Koga schon immer so? Ja. No. Echt? Ja. Und dann war ich noch nie mit Koga auf dem Server gleichzeitig. Ja. Das hinter dir. Hinter dir ist eine Hexe, hinter dir ist eine Hexe. Oh nein, nicht schon wieder. Ich wurde verlangsamt. Nein, Creeper! Alter. Ich bekämpfe die jetzt mit einer Spitzhacke, weil meine Schaufel einfach kaputt ist. Wo geht's jetzt runter, hier? Wo die Fackel? Nee, hier, ja genau, da, runter, schnell. Schadenkrank auf mich geworfen. Ja, okay. Alter, was ist los? Ach du Scheiße, ey. Da will man gemütlich in die Höhle gehen und wird hier terrorisiert. Ah,
Wo hier unten ist meine Base quasi. Eisen. Okay, wie tief sind wir hier? 25. Wir sind, ja. So, ich werde mir mal. Ach, ich habe noch so viele Schwerter. Brauchst du eine Spitzhacke oder hast du noch? Ich habe noch eine. Okay. Ah, vielleicht brauchst du noch eine. Weil ja, also schon Spitzhacke nehme ich sonst. Ich habe ein rohes Chicken, das kann man braten. Cool. Weiß auch nicht, wo ich das gerade her habe, aber. Hast du eins weggeworfen? Nee, ich habe den Spitzhacke hingeworfen. Nee, ein rohes Chicken. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Sonst ist hier in der Truhe ist noch eins. Aber ich habe keins. Nee, das habe ich da ja reingetan. Ich habe keins weggeworfen. Wo warst du hier denn schon? Überall, wo Fackeln sind. Also wir müssen einmal nach da hinten. Da war ich noch nicht. Am besten hier unten. Nach da hinten ist nicht so genau. Folge mir nach. Weil die Höhle ist echt riesig. Hier findet man eigentlich alles. Ja, ich sehe schon. Und da ist auch noch ein Dungeon bei der Höhle mit bei. Okay, hast du den schon leer gemacht? Nein, noch lange nicht. Der ist noch viel zu groß. Dass ich den schon hätte komplett looten können. Okay. Können wir mal uns die Gänge hier noch ein bisschen angucken. Ah genau, du bist da oben. Hallo? Ist Koga gut ausgerüstet? Meinst du, der wollte mich jetzt töten? Na, wenn, wird er dich hier unten wahrscheinlich nicht so schnell finden. Ja, aber meinst du, er wollte? Dass er jetzt in meiner Stadt ist oder so? Glaube ich nicht eigentlich. Weil er ist auch nicht so der PvP-Typ eigentlich, soweit ich weiß. Okay. Wie viel seid ihr gerade? Seid ihr jetzt vier oder immer noch? Wir sind jetzt vier. Wer ist da nochmal rausgegangen? Taros? Tilo. Tilo. Tilo ist raus. Als Nomi, an den Taros war ja in einer ganz anderen Stadt. Ja. Niggi, Mystery, ich und Gefahr. Mann, jetzt komme ich nicht hier. Ich glaube, ich habe dich jetzt schon verloren. Irgendwann wird mich töten. Welchen TS seid ihr? Warte. Ja, schreibst du kurz? Ja. Wie viele, also könntest du danach noch eine Folge aufnehmen? Ich kann noch eine aufnehmen, ja. Okay, dann lass uns doch die... lass uns doch die Folge einfach ein bisschen länger machen, wenn jetzt der, können wir machen. Der dass wir dann aufnehmen, bis Koga fertig ist. Genau. Und deswegen können wir ja die Höhle hier noch ein bisschen... Oh, da hätte ich vielleicht nicht schreiben sollen. Wieso? Weil das mitten in der Folge jetzt ist. Ach so. Da kannst du ja zensieren. Ja, scheiße. Da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Scheiße, da muss ich es ja auch zensieren. Da muss ich Koga es auch zensieren. Ja, das ist ja das Problem gerade. Ups. Das hätte ich echt vielleicht nicht schreiben sollen. Ja, ist ja zum Glück alles nicht live hier. Ich meine, ist alles live, alles live. Warst du hier unten beim Wasser schon? Ich war hier, sind ja noch keine Fackeln, hier war ich noch gar nicht. Ja, dann guck ich mal hier unten. Wir müssen uns noch was ausdenken für einen Spinnenspawner, weil wir haben hier einen in der, in dem Dungeon. Okay. Dass wir da XP rausziehen können. Aber du wirst dich echt wundern, hier sind echt viele Zombies. Ja, ich merk schon. Hier kommt einer nach dem anderen gerade. Ja. Mein Schwert ist fast kaputt, sehe ich gerade. Das ist nicht gut. Mach mal das Schwert noch ein bisschen. Aber das war doch nicht, das war doch nicht schon immer so, dass in Höhlen so viele Zombies kommen, oder? Also nicht, naja, kommt auf die Höhle an. Na gut.
Aber soweit ich weiß, bin gerade nicht wirklich ein Punkt, wo ich irgendwie graben kann oder so. User joined your channel. Guten Abend. Ach, hallo. Hallo. So. Creeper. Okay. Ja, da ist in der Chris und der Bogon. Ja, ja. Hallo. Ich habe gerade gesehen, ihr nehmt auf. Ja. Und ich wollte heute sowieso meine Februar-Aufnahmesession machen und also meine Februar-Ferien-Urlaubsaufnahmesession. Und okay. Wolltest du uns bei ihm töten? Nee, ich wollte Bogon töten, weil der ja dich gerade tötet. Achso, ja genau. Hilfe, ich sterbe. Ja, aber Chris hat so einen Hack drin, dass er endlich Leben hat. Genau, ja. Er schlägt mich die ganze Zeit und ich grab hier einfach in der Höhle. Dann zufolge, ja. Sag mal, Chris? Ja. Hast du meine Tierzucht gesehen hinterm Bauernhaus? Na, selbstverständlich. Und ich habe die Tiere auch gerade in der letzten Folge ein bisschen Liebe machen lassen. Oh ja. So. Hab ich auch gerade. 60-Style. Make peace, not war. Auf jeden Fall. Was heißt das, wenn du das mit Cobblestone so abgedeckt hast? War es dann schon wieder auf? Ja. Cobblestone-Wände heißt, da war ich schon, da ist nichts mehr. Was macht ihr alle gerade? Wir sind in der Höhle, direkt bei unserer Stadt. Aber ich kann dir mit Wogern? Ja. Ah. Ich habe viel Vertrauen in Wogern. Ich aber nicht. Oh, das ist nicht so nett. Könnte dir beschreiben, wo sie ist, aber ich weiß nicht, ob du meiner Beschreibung folgen kannst. Ich kann dir keinerlei Sachen folgen, die du beschreibst, also von daher würde ich es gar nicht probieren. Gut. Bei einer das oh, hier ist ein Dings Spawner. Ich habe einen Spawner gefunden. Ich bin neben dir. Was? Achso, ja. Guck mal hier, das sind diese Steine, kommen dir vielleicht bekannt vor. Mhm. Diese Steine bedeuten, hier ist ein Spawner. Das ist auch das erste Mal, dass ich Wogan in der Aufnahme habe, steckt mir gerade ein. Trainiere. Ja, außer bei der ersten Folge. Ah ja, stimmt, in der ersten. Genau. Ja, du bist auch einer von denen, die schon eine Weile dabei sind und nicht mal irgendwie wechseln oder so. Mhm. Ist ja fürchterlich. Okay. Oh, Freunde, ich werde jetzt einen Gang graben. Ja Mann, wir gehören zum alten Eisen. Was ist das für ein Spawner? Du bist schon drinne! Ja. Du bist schon drinne, du Arsch! Ich hab mich hier nur hochgebuddelt und dann war hier gar keine Wand. Und dann sind die Skelette alle auf mich gesprungen. Okay, Freunde. Bücherregale! Ja, das sind deine, ne? Von der Quest. Geil, von wem, Alter? Kannst du deine Bibliothek anfangen? Aber so besonderes war jetzt nicht. Nee. Aber ein Spawner! Wir dürfen bloß nicht, wir müssen aufpassen, dass Tim hier nicht herkommt, weil der macht Spawner gerne kaputt. Ey, komm, tu ich gar nicht. Okay, tu ich schon. Doch, ja, eben. Sag mal, war Dings wieder in letzter Zeit online? Der Thilo? Der Thilo macht nicht mehr mit. Was? Der ist raus auf dem Projekt. Oh, Mann. Ja, ich find's auch schade. Och, Mann. Aber sie ist positiv, so ist Platz für frisches Blut. Ja, aber oh, Mann. Ja. Thilo, was ist los mit dir, Mann? Er hat gesagt, er hat keine Zeit mehr. Also so habe ich es gesagt bekommen, dass er das gesagt hat. Mann, es ist jetzt gerade noch der reine Zufall, dass bei mir gerade die übelst die traurige Geigenmusik noch läuft. Oh Mann, das macht mich gerade richtig fertig. Aber jetzt sind wir die einzige, jetzt sind wir nicht mehr die einzige Stadt, die konsequent. Ja, ist das Wort, was ich suche? Mann, Alter, das macht mich gerade voll traurig. Konstant? Konstant. 5 Mitglieder hat. Ja, toll. Gurga, scheiße. Nicht weinen. Das ist scheiße. Nein, das ist immer noch Minecraft. Ja, Mann. Wow, ich hab Lapis gefunden. Das braucht man ja in der Version auch. Chris, hast du mein Infovideo eigentlich gesehen? Welches? Was ich so in Minecraft gemacht habe, also... Welches, dass du jetzt nicht mehr so viel aufnimmst? Nee, das... Ja, das auch, aber hast du denn nicht zugehört, was ich da gesagt habe? Ich habe zugehört, aber mein Gedächtnis ist nicht so toll. Könntest du es noch einmal Revue passieren lassen? Ich habe doch gesagt, dass ich nach CWN kein Minecraft mehr bringen werde. Echt jetzt? Okay, ja. Ist ja auch nicht jetzt nichts so Besonderes. Minecraft. Warum? Was? Wegen Microsoft. Weil die. Weil mich das irgendwie abfuckt, was die da für Richtlinien jetzt neu für Let's Player eingefügt haben. Ja, cool. Ja, aber die haben doch eigentlich gar nichts Schlimmes eingefügt, oder? Du hast halt die Minecraft-Titel nicht mehr im Also das gilt für alle Microsoft-Spiele, nicht nur für Minecraft. Du darfst keine Microsoft-Spiele mehr mit offiziellen Namen in YouTube benennen, du darfst keine offiziellen Logos mehr verwenden und du darfst nicht
Das ist eigentlich das Irrsinn, nächste andere Sache. Du darfst nicht über das Spiel reden, während du es aufnimmst und auf YouTube hochlädst. Okay, also Spiel X ist ganz toll. Spiel X handelt sich behandelt Blöcke. Das ist der absolute Abfuck, da habe ich keinen Bock drauf. Wie genau ist es gemeint, dass man da nicht drüber reden darf? Also man darf zum Beispiel nicht das, den Namen des Spiels nennen. Okay. Du meinst Bob und wenn man ein anderes Spiel spielt, darf man den dann sagen? Naja, wenn du zum Beispiel am Anfang des Spiels sagst, herzlich willkommen bei, mit, dann so mit Augenzwinkern, was weiß ich, God of War, dabei spielst du Minecraft, so, und dann so mit Augenzwinkern, God of War, so, und dann immer God of War sagst, und dann alle denken, okay, damit ist jetzt Minecraft gemeint oder so. Und wenn ich jetzt sage, willkommen bei Minecraft, das ist nicht Minecraft, das ist ja Minecraft. Das, könnte schon wieder anders sein, aber jedenfalls ist mir trotzdem zu blöd. Und ja, irgendwie ist es Schwachsinn, aber darüber braucht man sich doch nicht ärgern. Ich meine, nee, ich ärgere mich darüber auch nicht, aber ich finde einige Leute. Wieso ist McFest eigentlich kaputt? Achso, hier ist der Pfeil. Der alte Farmer hat erzählt euch von einem verlassenen Dorf in der Nähe von euch. Geht mindestens zu dritt zu einem. Haben wir zu schon. Ey, what? Wolfsbach, wir haben schon fast alle Quests erledigt. Ich hab das heimgesucht. Nun geht's nach Wolfsbach, während Einwohner haben wir online schon. Platziert oben einen der Mauer bzw. einen der Mauer an verschiedenen Stellen noch Kisten nicht. Mit Equipment, Essen, Pfeile, Bögen, Tränke und so weiter. Beispiel für die Ernstfälle in der Vorbereitung. Hast du Slimes? Also Slimebälle, um genau zu sein? Sind in der Kiste von den Monster Drops. Nice. Ich glaube auch nur 11 Stück oder so. Was heißt denn hier nur? Ich brauche 2. Wir haben übrigens einen Sumpf in der Nähe, 6. Ne? Weißt du, wusstest du das schon? Nö, das wusste ich noch nicht. Wenn du gen Mauer rausgehst und dann immer geradeaus und dann. Alter, wir haben sogar 31. Richtig? Ich freue mich gerade, dass ich Diamanten gefunden habe und dann sind da nur 2 Diamanten in einer Quelle. Ah ne, da sind nur mehr. Ich habe bis jetzt in der Höhle 1 Diamanten gefunden. Oh. Einer der Diamanten ist in die Lava gefallen. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist ganz. Aber nee, für uns ist es gut, weil. Weniger Diamanten für uns. Ich bin da gar nicht reingefallen. Das wär noch besser gewesen. Das wär noch besser gefallen. Ja, danke. So, für Pistons brauche ich. Das habe ich ja neulich gemacht, Holz. Tim. Ich habe ja neulich ein Lavabad genommen. War schön. Was brauche ich denn für Pistons? Was brauche ich denn dazu? Slime? Holz, Stein, also, und Slime. Dicke Pisten. Dicke Pisten brauchst du einen Pisten und einen Schleim. Oh, ich habe noch mehr Dias. Ach ja, wie mache ich da mal einen Pisten gleich nochmal? Du brauchst Holz und Stein. Cobblestone, Holz, Redstone und Eisen brauchst du. Eisen auch? Stimmt, echt? Ja, Eisen braucht man glaube ich auch. For real? Ein Eisen, Digga? Ein Redstone, 4 Holz und 3 Kabel war das glaube ich. Oder nein, 4 Kabel. Alter, du bist jetzt hier, wir haben kein Eisen mehr. Oh, ich habe alles weggenommen, Entschuldigung. Oh, aber ich hätte auch Eisen wieder reingepackt, aber ich habe bis jetzt noch nicht die Gelegenheit gefunden, wieder nach oben zu kommen. Ja, also Chris, diese Höhle finde ich jetzt schon mal ganz gut. Ich habe 11 Diamanten gefunden. Ja, ist wir ist haben cool. Ton, Alter? Ja, das habe ich mitgebracht. Ton, das ist gerade. Du bist Brennen. Sowieso total am Eskalieren, was die Aufnahmen angeht. Also du bist schon bei Folge 70 oder 69 oder so. Das ist jetzt Folge 70. Alter, das ist unfassbar einfach nur. Bei welcher Folge bist du gerade? Das müsste bei mir die 47 sein. Okay. Ich mache aber heute 4 Folgen, weil, wie gesagt, ich war ja in Februar dann in Oder so. Ja, das bei mir ist jetzt 45, die letzte Folge. Also eigentlich fast gleich. Also seid ihr fertig? Ja. Ja, dann Chris, wäre ich dir super verbunden, wenn du mir dann irgendwie noch Eisen zukommen lassen würdest, könntest, wenn es geht. Wenn ich hier rausfinde, ja, gerne. Ich kann jetzt mal verraten, was ich mal bauen wollte. Und zwar hat mich hier der Thilo am Anfang des Projekts in Folge 8 oder so getötet, weil ich ihn ja mal getötet habe, ne? Ja, das, da war ich dabei. Und seit dem Tag habe ich mir Rache geschworen. Du hast ihn mal getötet? Ja, ich habe ihn aus Versehen mal getötet. Okay. Und daraufhin hat er mich mal getötet, nach einer Folge, als wir fertig waren. Nach 20 Minuten hat er mich getötet. Und das hat mich natürlich megamäßig geärgert. Und seit dem Tag habe ich mir Rache geschworen. Und da habe ich mir eine Falle ausgedacht. Also was heißt ausgedacht? Ich habe es mir auf YouTube gesehen, wollte es auch nachbauen. Ne? Ausgedacht! Ja, das ist total ausgedacht. Und wollte die halt bauen. Wollte die auf den Baum platzieren und dann sollte der in die Falle dort rennen. Und dann nicht mehr dort rauskommen. So. Und jetzt ist aber die Scheiße, wenn er jetzt raus ist, komme ich ja gar nicht mehr dazu, das zu sehen, wie er in die Falle rein. Das ist das einzige Problem. So ähnlich soll es ja auch mit meiner Gruft mal irgendwann werden. Da sollen die Leute reingehen, aber schwer wieder rauskommen. Nicht mehr rauskommen. Na schwer. Die sollen da drin schon sterben, nicht sterben. Das will ich. Doch, die sollen da drin sterben. Nein. Elendig verenden. Nein. Irgendwie aber so nur so die Spieler aus Stadt 1 sollen da drin sterben. Irgendwie dann so, lol, in Nikis Hütte liegt einfach mal ein Zombie-Kopf rum.
Ja, den habe ich da hingestellt. Ich habe auch bei Stadt 3 drei Skelettköpfe hingestellt und eine Warnung. Die Alter. Kuh lebt. Die Kuh. Ja, das stimmt. Die hat Stormy in seiner letzten Folge gefunden. Fand ich nett. Alter, Migi hat sich das hier voll cool eingerichtet. Die hat Stormy gefunden. Ja. Stormy? Stormy hat gefunden. Muss man fährt. Das kann schon zu sagen. Alter, Migi, was geht los bei dir, ey? Bei Migi geht's voll ab, ne? Mit dem Haus. Ey, aber richtig, das sieht richtig cool aus. Dagegen sieht meine Höhle übelst schäbig aus. Korgam, wir machen Frieden, ne? Die Folge? Ja, nur die Folge. Okay. Hat einer von euch zufällig ein Pferd hier rumlaufen sehen? Bist du schon wieder raus aus der Höhle? Ja. Wie hast du denn den Ausgang gefunden? Ich bin bei eurer Stadt. Wo bist denn du? Hey, ich bin an euren Mauern. Unsere Mauern sind groß. Ja, und? Fast am Eingang bei dem See. Hallo. Ah, da hinten. Groß und Pferd, lang, wie mein Penis. Sehe ich hier... Oh, ein Pferd. Also, ich hasse das aus? Ein Pferd. Wie sieht das aus? Hat eine Eisenrüstung an. Eine Eisenrüstung? Ja. Müsste das nicht so langsam mal eine Diamantrüstung tragen? Hm. Ja, wenn ich's finde, schon. Vielleicht ist es schon tot. Ich weiß nicht, wo habt ihr das rausrennen sehen? Nee, das habe ich da abgestellt, bevor wir in die Höhle gegangen sind. Wie lange nehmt ihr schon auf? Seit 31 Minuten gerade. Aber die Folge machen wir ein bisschen länger, weil wir danach keine Folge mehr machen. Oh. Ach du, was ist das? Tja, was ist das? Er hat eine Rüstung. Tja, ich habe keine Ahnung, Alter. Er versteckt's irgendwo. Nee, ich hab echt ganz gesehen. Ey. Oh. So viel zufrieden. Du weißt schon, dass das eine inoffizielle Kriegserklärung war? Ja, nein, nicht nur inoffiziell. Alter, jetzt okay, das ist schlecht. Jetzt kann ich die erste Verzierung auf meinem Schwert holen. Ja, also bei mir war es das dann auf jeden Fall der Folge. Guckt auf jeden Fall beim Chris vorbei. Beim Kurger braucht den nicht so unbedingt vorbei. Und... Ja, das war nicht persönlich, oder? Oh, schön. Okay. Was hat er denn so dabei gehabt? Oh, die Diamanten, 11 Stück. Oh. Na gut, die kannst du dir wieder abholen. Das wäre ganz schön unfair. Okay, und mein 23 Level auch? Ja, kriegst du wieder. Ich habe hier irgendwo noch eine ganze Menge Erfahrungstränke rumliegen. Wie, also du hast mir jetzt nur getötet, damit du einen Kill hast, oder was? Ja, so ungefähr. Ja, nimmst du lieber nicht. War jetzt einfach, das musste jetzt einfach sein. Ja, ich wusste irgendwie, dass du mich töten willst. Darum hatte ich mal ein bisschen Angst, aber ich wollte mein Pferd finden. Ah, ich hab den Ausgang gefunden. So, jetzt gebe ich dir noch schnell Eisen. Tim, ganz schnell. Ja, warte. Ich will dir erstmal ein ordentliches Ausrüstungsset für den Wogon zusammenstellen. Schnell. Immerhin das. Schnell. Ist es Nacht draußen? I don't see it. Ja, es ist Nacht. Oh mein Gott. Das ist gut. Ich glaube, das ist sehr gut, finde ich. Ich wollte heute mal mein erstes Let's Play in Englisch aufnehmen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Ach, Bogan, du nimmst jetzt gar nichts mehr auf, ne? Ne. Ja, okay. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, kriegst du deine Ausrüstung von mir. Ja, kannst du sonst Kiste in unsere Stadt stellen. Ah ja, stimmt. Oh fuck. Ich werd getötet von Skeletten. Wie lange ging jetzt deine Folge, Bogan? Also, lang genug, die ging jetzt knappe irgendwas 30 Minuten. Müsste das gewesen machst sein. Einfach 2 15er Parts draus oder so. Nee, ich glaube, ich lade das einfach. Warte, wie machst du das mit deinen Folgen? Also ich... Ja, du Ladies first. Nee, sagst du, weil ihr habt jetzt zusammen aufgenommen. Ich lade es am Stück hoch, so wie wir halt aufgenommen haben. Nee, weil, also... Fuck. Eigentlich hatten wir gesagt, wir nehmen dann eine Länge auf, damit wir mit dir gleichzeitig enden können. Aber wenn du jetzt eher alles am Stück aufnimmst, hätte das ja eh nicht geklappt. Boah, wie pisst der gerade ist, ey. Ey, ich bin nicht pisst. Doch, Mann. Nein, Mann. Okay, solange, Tim, wo bist du? Die Items wiederkriege, ist das nicht schlimm. Level kann ich irgendwo farmen. Warte mal, was war das? So, Schild wollte ich noch bauen. Jetzt habe ich Falltüren, Alter. Du bist in deinem Haus, ne? Ja, ich bin in meinem Haus. Erstmal gucken, wo sein Haus ist. Du tötest mich jetzt, du. Ich bin in deiner Stadt, mein Freund. Ja, ist mir schon klar. Warte. Nee, aber... Take this, and du hast alles. Shit, warte mal kurz. Was denn? Hier, ich hab noch was für dich. Nein, ich bin schon weg. Haha, du kriegst mich niemals.
Also, ich hätte das jetzt nur gestört, wenn mir dann gar nichts wiedergegeben hätte, weil wir halt erst Frieden gesagt haben. Ja, ich weiß. Das war schon ziemlich Arschloch, gebe ich zu. Aber Koga hat den Frieden nie bestätigt. Doch. Doch, habe ich gehört. Echt jetzt? Ich glaube, ich habe irgendwie sowas gesagt wie, ja, okay, das macht gut oder so. Okay. Oder ja, okay oder sowas. Vor allem, ich habe dich, als ich dich von dem... Oh shit, warte, ich sollte mich schlafen legen, Alter, mit den ganzen Zombies. Von dem Baum? Von dem Baum wollte ich dich eigentlich schon töten, aber du... Das hat irgendwie nicht funktioniert, so, du warst dann schon weg und ich bin dann hinterher gesprungen. Ja, ich habe auch erst so gesagt, ach so, du warst das, weil ich dachte, Chris war das. Ja, weil ich war mir irgendwie so sicher, dass du mich töten wolltest. Ich wollte auch da schon weg, aber... Wollte ich jetzt, soll ich es jetzt lassen oder so? Also ich werde auf jeden Fall hier jetzt die Folge beenden mit einem schönen Ausblick von meinem Jacuzzi aufs Dorf. Sehr, sehr geil. Und super, ich würde super geil. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute, wenn der Wogon wieder lebt. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.